bin Magdalena Hoffmann. Ich bin Harfenistin. Ich spiele jetzt seit 21 Jahren Harfe, seit ich 6 Jahre alt bin. Als ich angefangen habe, Harfe zu spielen, wusste ich noch nicht genau, dass ich mal Musikerin werde, Berufsmusikerin. Aber ich habe das Instrument beim ersten Mal, wo ich es gesehen habe, schon sofort geliebt. Meine Eltern waren gar nicht so sicher. Meine Mutter hat erst mal gesagt, ach, spiel doch lieber Klavier, ist praktischer, kostet nicht so viel. Ich hatte diese fixe Idee, dass ich Harfe spielen will und habe genervt und genervt, 1,5 Jahre lang. Und es hat sich gelohnt im Endeffekt, weil dann durfte ich mit 6 tatsächlich anfangen und jetzt bin ich Harfenistin. Im Orchester zu spielen hat mich eigentlich seit dem ersten Mal, dass ich im Orchester wirklich selbst gespielt habe, total begeistert. Es ist wahnsinnig toll, Teil dieses Klangs zu sein, dieses Organismuses. Es ist halt auch wirklich bei Musikern das Einzige, abgesehen vom Unterrichten, was einen finanziell irgendwie absichert. Und wenn man diese Basis hat, dann kann man nebenher andere Projekte machen, nebenher, bei denen man nicht davon abhängig ist, ob sie finanziell Erfolg haben. Ich habe irgendwann entdeckt, dass das Wichtigste für mich eigentlich die Leidenschaft ist, egal was man macht. Und auch bei allen Menschen, die ich getroffen habe, diejenigen, die mich besonders begeistert haben, waren die, die das, was sie machen, mit Leidenschaft machen. Und ich finde es auch immer wieder toll, dass das auf Deutsch so heißt, dieses Wort Leidenschaft, weil in anderen Sprachen ist es dann meistens vom Lateinischen. Auf Englisch heißt es Passion, auf Französisch auch La Passion. Auf Deutsch hört man wirklich, auch wenn man nur Deutsch kann, was es bedeutet. Man muss nämlich tatsächlich auch für das, was man liebt, manchmal leiden. Das ist einfach so und ich will mein Leben lang auch gerne alles, was ich mache, mit Leidenschaft machen. Nicht nur die Musik, sondern alles.